Morgen, Melda. Alles fit? Klar doch. Wir sind ja heute bei Triple Five, einem Fitnessstudio in Oberhausen. Das ist super ausgestattet. Wir haben die besten Voraussetzungen, um ein richtig krasses Core-Training zu machen. Core-Training? Was ist das denn? Nein, nicht Core-Training. Core, das ist der Kern, also die Mitte des Körpers, die wir trainieren. Vorne, Bauch vorne, seitlich und auch hinten. Und ich glaube, das haut richtig rein. Okay, dann legen wir doch los. Wollen wir loslegen? Klar. Justus, du redest die ganze Zeit vom Core-Training. Was ist eigentlich das Besondere daran? Ja, Melda, du hast recht. Ich muss das mal kurz erläutern. Das Core-Training bedeutet ja Kern, also ich trainiere den Rumpf. Das Training wirkt wie ein Korsett. Das heißt, ich stabilisiere den Rumpf und ich stärke auch den Rücken. Ich habe mal vier Übungen zusammengestellt, die einfach dieses Core-Training sehr gut abbilden. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ja, ich bin startklar. So, wir starten jetzt mit der ersten Übung im Core-Training, dem Drawn-In. Die Beine sind aufgestellt, sehr richtig. Wir starten damit, dass du erstmal versuchst, in den Bauch reinzuatmen, dadurch auch den Beckenboden aktivierst und diese natürliche Position der Wirbelsäule, nämlich eine leichte S-Form der Wirbelsäule, beibehältst. Jetzt nimmst du mal die Arme nach hinten und merkst, dass jetzt die Hebelwirkung etwas stärker wird. Du musst hier schon etwas mehr anspannen. Und mit der Ausatmung atmest du in den Bauch ein und nimmst die Arme mit nach vorne. Sehr gut. Das wird jetzt allmählich zu leicht. Jetzt müssen wir ein bisschen steigern. Das heißt, du nimmst jetzt mal die Beine in Hochhalte und zwar so, dass du etwa einen rechten Winkel hast. Nicht zu weit nehmen, dann wird es nämlich leichter. Also rechten Winkel. Und jetzt spürst du sofort eine stärkere Anspannung und mit den Armen nach hinten noch stärker und kommst wieder genauso mit der Atmung nach vorne. Ja, man sieht richtig die Aktivierung deiner Bauchmuskulatur. Weitere Steigerung. Die Arme nimmst du jetzt ein bisschen nach vorne. Und jetzt streckst du mal vorsichtig ein Bein. Das andere lässt du in der rechten Winkelposition und kommst wieder zurück. Machen wir zwei, drei Mal hintereinander. Ja, mach ruhig mit einer Seite. Noch ein zweites Mal hinterher. Und jetzt nimmst du die Arme dazu. Und zwar diagonal. Genau. Die führst du zusammen. Und wenn du jetzt streckst, sehr gut. Die Kunst bei dieser Übung ist es eigentlich, den Rumpf permanent stabil zu halten. Alles andere, was ich mit den Körperteilen, mit Beinen und Armen mache, soll drumherum laufen. Der Rumpf bleibt aber in seiner ursprünglichen Position. Die nächste Übung ist der Vierfüßlerstand oder auch Four-Point-Stand. Bei der Übung stütze ich mich zunächst auf die Knie und auf die Hände. Die Oberschenkel sind dabei senkrecht, als auch die Arme. Wichtig ist aber, dass der Oberkörper in einer waagerechten Linie ist. Daher müssen die Arme leicht gebeugt sein. Wenn ich diese Position eingenommen habe, spanne ich noch ganz bewusst meine Bauchmuskulatur an, dieses sogenannte Drawn-In. Ich nehme jetzt eine Hand und strecke sie in die Waagerechte. Das halte ich ein paar Sekunden und setze die Hand wieder ab. Danach nehme ich die linke Hand, strecke sie. Dabei ist der Rumpf permanent in der gleichen waagerechten Position. Ich setze die Hand wieder ab und gehe über auf das rechte Bein. Das rechte Bein streckt nach hinten. Die Fußspitze ist angezogen, dadurch aktiviere ich besser die Gesäßmuskulatur. Das linke Bein wird auch gestreckt in die waagerechte. Nun wird gleichzeitig ein Bein und der diagonale Arm abgespreizt und umgekehrt rechte Bein und linker Arm und linkes Bein und rechter Arm. Der Seitstütz ist eine Übung, die die schräge und seitliche Muskulatur beansprucht. Dafür gehst du bitte mal in diese seitliche Position. Du stützt auf den Füßen und auf dem Ellbogen und hast, und das ist ganz wichtig, immer diese seitliche Position. Und jetzt kommst du mit der Hüfte hoch, sehr gut. Jetzt versuch noch mal dynamisch die Hüfte ein bisschen abzusenken und wieder hochzukommen. Sieht noch gut aus. Einen letzten. Und dann kommt noch ein kleiner Zusatz. Jetzt versuchst du mal ein Bein anzuheben und den Arm auch noch mal seitlich nach oben zu strecken. Sehr gut. Und leg wieder ab. Das soll für den ersten Moment, glaube ich, erstmal reichen. Zum Abschluss noch den Unterarmstütz. Als erstes stütze ich auf die Füße und auf die Ellbogen und bilde dadurch eine starke Hebelwirkung gegen die Schwerkraft. Ich versuche, den Körper waagerecht zu halten. Etwas leichter ist es, die Knie als Stützelement zu nehmen und die Unterarme. Schwerer wird es, wenn ich wieder in die Fußstellung gehe und dabei jetzt Füße, Hände gleichzeitig abhebe, diagonal und dadurch eine enorme Kraftaufwendung habe.
Melda, welche Übung fandst du denn besonders anstrengend? Ich würde sagen den Seitstütz, weil ich den immer noch merke. Ja, also die Übung, die macht man auch sehr selten und deswegen ist sie aber auch besonders effektiv. Also bleibt da weiter am Ball. Alles klar. Und ihr zu Hause, ihr übt nochmal die Basics, denn nächste Woche geht's richtig ins Eingemachte. Da wird's nochmal richtig anstrengend. Prost!